Hallihallöchen, frischen Spacken und willkommen zurück zu Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Und ja, wie gesagt, können wir jetzt nicht einfach die Level in der Reihenfolge machen, wie uns das denn so passt. Aber ich würde sagen, als erstes macht es Sinn, wenn wir Bentleys Außenposten machen. Es ist auch nicht so, als ob wir gerade so das schaffen noch müssten mit den Leveln da, die wir bevor Jäger weg ist, machen müssen. Ich helfe dir gern bei deiner Mission, Spyro. Aber erst muss ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Ich fürchte, er ist während meiner Abwesenheit in Schwierigkeiten geraten. Ach ja, Bentley hat ja einen kleinen Bruder, fällt mir jetzt erst ein, sogar gerade wieder. Boah, wie riesig wir sind, ne? Jetzt können wir richtig wüten. Großartig hoch springen geht leider nicht. Und dann können wir halt mit unserer Keule richtig krass zuhauen und die auch so schwingen, so mit Leichtigkeit. Das geht auch nur eine bestimmte Zeit lang. Hey Kumpel, wäre echt cool, wenn du diesen Felsbrocken zertrümmern könntest. Ein schneller Schlag sollte helfen. Er sieht gar nicht mal so Yeti-artig aus, weil er einfach so klein ist. Oh, müssen ihm den Weg frei machen. Ist das nicht toll? Nee, eigentlich finde ich das sogar ziemlich langweilig. Der Level hat mir nicht sonderlich gelegen. Aber das ist halt so. Das gab's ja immer mal wieder in Spyro 3. Einer der Gründe, weshalb das nicht unbedingt mein Lieblings-Spyro-Spiel ist. Aber ich finde es trotzdem immer noch ganz nice und so. Ja. Ich bin auch total müde gerade. Ich nehme in letzter Zeit nicht so viel auf und Singleplayer schon gar nicht. War einfach nicht die Zeit, aber ich glaube, das habe ich sogar schon erwähnt gehabt. Wenn du den Wirbel gegen den Gong ablenken kannst, können wir bestimmt das Dach zum Einstürzen bringen. Die Stimme hatten wir auch, glaube ich, woanders schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall fällt mir jetzt erst auf, dass der Typ Bartholomäus heißt. Ich hätte mich nicht drehen dürfen. Ich stand schon so perfekt. Genau, einmal den Schneeball an den Gong feuern, der da einfach steht, weil ich weiß es doch auch nicht. Da kommen wir erst später hin. Und das Ei, wie heißt es denn? Brian. Okay. Oh. Was ist mit dem Schmetterling passiert? Der ist irgendwie verschwunden. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was der von Beruf werden soll. Vielleicht Schmetterlingesser. Nein, Schmetterling-Ausspucker. Der wird dann von den Tierschutzorganisationen wahrscheinlich erstmal in Gewahrsam genommen. Die Schneehunde werfen... Schneehunde, sage ich schon. Das sind, glaube ich, Robben, ne? Na, Seehunde. So. Seehunde sind das. Was auch immer die da auf irgendwelchen verlassenen Bergen, wo sie nie wieder runterkommen können, verloren haben. Wir können sie auf jeden Fall bekämpfen, indem wir ihre Schneebälle wieder zurückfeuern. Der hier wechselt immer wieder seinen Platz und so, voll nice. Was auch immer die physikalischen Voraussetzungen sind, dass das so möglich ist mit dem Zurückschleudern. Ich finde es komisch und von hier sieht man es schon. Denn wenn man das halt sieht, fällt man nicht so schnell darauf rein. Weil sonst waren auf diesen Tiki-Dingern ja immer Kisten drauf. Und diesmal ist halt so ein Rhinox. Und das kann einen dann voll aus dem Konzept bringen und so. Ich würde sagen, wir gehen erst diesen Weg hier. Wie sie auch voll die großen Typen mit ihren Fackeln haben. Das Monster! Tötet das Monster! So ein bisschen so. Fehlen nur noch Leute mit Mistgabeln. Als Gegner. Aber ich glaube, die kriegen wir hier nicht. Wie bei mir auch wieder die übliche Let's Player-Krankheit losgeht. Die ich schon in Tomb Raider 3 vor allem voll oft erwähnt habe. Dass halt alles, sobald man aufnimmt, halt anfängt zu jucken. Noch ein Gong. Super. Und überwiegend die Nase. Bin sicher, mit dem hier können wir eine Lawine auslösen. Eine Lawine! Woher weißt du das, dass das mit dem geht? Das ist genau der gleiche wie sonst auch. Boah, Bats.
Natürlich. Macht alles Sinn. Macht alles Sinn. Komm, schieben wir die Kiste weg. Irgendwie ist der Level langweilig. Ich glaube, ich bin schon voll schnell durch hiermit. Charlie. Oh yeah. Der wird irgendwann mal in Two and a Half Men mitspielen und voll viele Frauen abschleppen. Nee. Nee. Nee, das war nicht witzig. So. An sich kann ich hier irgendwie gerade nicht viel Witziges zu sagen. Dazu ist der Level zu langweilig. Ich glaube, langsam habe ich es auch oft genug gesagt, dass es auch schon jeder mitgekriegt hat. Jeder. Auch die, die gesagt haben, das ist mir zu langweilig, das überspule ich. Ja, nee. Oh, wow. Toll. Ich muss eigentlich nur auf alles einmal draufhauen. Das ist so... Versteht ihr meinen Ansatz, weshalb ich sage, das finde ich nicht besonders unterhaltsam? Es ist einfach zu einfach. Und man ist so träge und langsam. Damit dauert das immer so lange. Ugh. Tu nicht so, als ob das anstrengend für dich wäre. Echt, die einzige Situation, die kommt noch. Da sind wir nicht unterfordert, dafür sind wir dann aber überfordert. Und das ist, ich weiß nicht, mit Bentley ist der Schwierigkeitsgrad irgendwie nicht so ganz, wie er sein sollte. Nicht so ausgewogen. Vor allem, wir sind jetzt, glaube ich, auch schon fertig mit dem Level. Ja. Alter. Und dass er nicht so springen kann, wie ich das gern hätte, geht mir ehrlich gesagt auch ein wenig auf die Eier. Und damit meine ich nicht nur ein wenig. Wieso kannst du denn jetzt nicht darüber? Das ist doch sonst auch kein Thema gewesen. Da, geht doch. Geht doch. Du kannst es doch. Was willst du denn? Das scheint das Haus von Bartholomäus und Bentley zu sein. Wie ihre Namen noch miteinander harmonieren. Danke, Kumpel. Brumm. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Steinesammlung. Das ist aber kein Stein, das ist Eric. Wird Zirkusartist. Der sehr gut darin ist, sich aus der Kamera heraus zu manövrieren. Das ist dann sein Job. Das ist seine besondere Fähigkeit, die er durch seine Blutlinie erhalten hat. Nun, der Level ist geschafft. Wir haben gerade mal 8 Minuten hinter uns. Ich glaube, das ist irgendwie dämlich. So richtig lohnt es sich jetzt gar nicht mehr, ein Level anzufangen. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Denn als nächstes... Ja doch, Moment. Moment. Einer der Level, die wir noch machen müssen, ist nämlich der Fluglevel. Nämlich die Honigwaben... Der Honigwabenring. Und die mache ich ja sonst immer so spät, aber jetzt muss ich den halt, wie gesagt, früher machen. Weil Jäger halt, ne? Das war ein Musikfehler. Ach ja, wisst ihr noch, wie es letztes Mal die Hummeln hieß und ich musste aber gegen Flugzeuge fliegen? Dieses Mal sind es wirklich Hummeln oder Bienen. Da, renn gegen die Hummeln. Steht hier jetzt einfach wieder. Aber wir machen erst das Zeitspiel. Ja, texte mich nicht zu, wie ich das zu machen habe. Ich weiß schon, was ich tue. Ich weiß, beim letzten Mal hat es nicht so gewirkt. Jedoch war das Problem nicht Mangel an Wissen, was ich zu tun habe, sondern vielmehr Mangel an Skill und so. Und mich juckte schon wieder überall. Ich dachte schon, jetzt muss ich zu den Hummeln. Da hätte aber irgendwas nicht so ganz gepasst, ne? Nee, erst müssen wir natürlich den Kram hier machen. Jäger hat sich dieses Mal gar nicht gut versteckt.
Nun, wenn der jetzt weg gewesen wäre, wäre da eigentlich nur ein Schild gewesen. Ha, Jäger, der ist gefangen. Pech gehabt. Irgendwie so in der Richtung. Haben wir ja schon mal gehabt, dass wir einen Charakter noch nicht spielen konnten und dann da so ein Schild war. So in der Art wäre das dann gewesen. Nur halt mit Jäger. Ich persönlich muss sagen, dieses Grinsen von den Hummeln gefällt mir irgendwie nicht. Es gibt mir das Gefühl, dass sie böse Sachen vorhaben. Boah, und die gucken auch total ernst, was die für riesige Augenbrauen haben. Guckt euch das an. Was sind denn das? Sind das Bären? Das sind doch Bären, oder? Alter. Ja klar, Bären, die essen doch so gern Honig, wisst ihr doch. Ist doch klar, weiß doch jeder. Ist einem doch so geläufig. Oh, mir gefällt dieser Es ist nur ein Fluglevel und der sieht nicht mal schön aus, aber er gefällt mir trotzdem schon besser als der Level eben. Yay, yeah, wir haben ein Ei gewonnen. Yay, 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 yay. Chris. Christopher Lee, nee. Dann hätte er ja Christopher heißen müssen. Das ist jetzt vielmehr wie, ach, was weiß ich. Du hast mir das eben schon gesagt und ich habe das schon gemacht. Da musst du mir jetzt nicht mehr Nachhilfestunden geben. Hallo Jäger. Pass auf, Spyro. Da ist ein echt großes Schaf-UFO und es ist hinter mir her. Ich habe ein Dracheneier gattert, das es entführen wollte. Und nun ist es auf Rache aus. Dann gib mir doch jetzt das Ei. Damit es sicher ist. Warte hier. Ich locke das UFO zum Honigfluss. Ja, los. Okay, hier komme ich. Was, diesmal keine besonders tolle Ausrüstung? Ah doch, ein Motorboot. Ja gut, das ist jetzt nicht so krass wie gewisse andere Dinge, die hatte. Das ist eine ziemlich behinderte Aufgabe. Wir müssen eigentlich nur den Hindernissen ausweichen, die wir manchmal zu spät sehen. Weil wenn wir jetzt springen, dann sind wir so lange im Flug. Naja. Aber wir dürfen uns, glaube ich, auch ein paar Mal treffen lassen. Das ist nicht schlimm. Eigentlich darf dieses UFO nur nicht über uns kommen, glaube ich. Wieso auch immer dieses UFO keine Laserkanone hat. Aber da ist gar kein Schaf drin, sehe ich gerade. Das ist ja diesmal ein richtiges Alien. Nichts mit irgendwelchen Bauernhof-UFOs. Nee. Das war's schon. Ich hab das irgendwie länger in Erinnerung. Aha! Hast du das gesehen? Niemand ist schneller als ein Gepard. Und guck, ich hab nicht mal dieses Ei fallen lassen. Nori. Weißt du, du warst ja auf dem Motorboot. Da kannst du doch nicht mit angeben, dass du schnell bist. Das ist doch... Ey, was hat der eigentlich für Sachen, was der sich alles leisten kann? Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Das hätte ich auch gern. Riesenhummel. Ja, halt's Maul. Das kennen wir doch alles schon. Haben wir alles schon zweimal mindestens gehabt. Ja, zweimal. Obwohl mit den ganzen Wiederholungen vom letzten Mal. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Leute, ich weiß es nicht. Ihr seht ja, dieses Mal scheinbar habe ich wieder mehr drauf. Was die für Geräusche machen, ne? Ist auch nicht so ganz koscher, wenn man das so sagt. Ich glaube, diesmal können wir nicht so großartig abkürzen oder gibt es nicht ganz so viele von diesen Sternen, die wir da sammeln können. Letztes Mal war das, weil sich das so komisch überschnitten hatte, konnten wir manche Sterne auch doppelt verwenden. Das ist dieses Mal, glaube ich, nicht so. Nein! Hätte ich ihn ein bisschen länger aufgehalten, hätte er den Stern nicht nutzen können. Wo ist er denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon Dritter in der zweiten Runde. Das ist eigentlich ein ganz guter Stand, würde ich sagen. Oh, die ist lila! Lila. Nur ist es nicht so ein schönes Lila. Oh Gott. Das macht mich voll müde, dass das so lila,
dass das so ein unschönes Lila ist. Das ist fast ja schon rosa. Nee, das mag ich nicht. Wo fliege ich hin? Da. Und die letzte ist blau. Blau ist ein Bestandteil von Lila und deswegen ist blau eine coole Farbe. Nee. Doch, auch. Nee. Aber auch so ist es eigentlich eine ziemlich coole Farbe, finde ich. Was ist denn eure Lieblingsfarbe? Ja, was ist mit euch los? Was ist denn eure Lieblingsfarbe? Sag mal an hier. Schon so ein bisschen gammelig, der Sprachstil von mir heute. Mein Gott, wie schnell ist die denn? Ich hänge jetzt schon fast eine ganze Runde oder so hinter der. Naja, so viel nicht, aber ich glaube, jetzt gleich haben wir sie. Diesmal krieg ich dich. Bam. Und damit haben wir auch das geschafft. Ist nur noch zu Ende fliegen, voll langweilig. Irgendwie war das zu einfach. Es ist halt, wie gesagt, wir können nicht viel abkürzen, aber es gibt auch nicht viel, woran man hier gerade failen kann. Es ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem letzten Mal, wo ich so richtig unskillig war. Nee, ich kann das immer noch nicht begreifen, wie das möglich war. Dabei hat mich letztes Mal nicht mal alles gejuckt, so wie heute. Und dennoch konnte sowas passieren. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben gewonnen. Yay. Oh ja, einen Drachen fordert man nicht heraus. Henry. Ich dachte gerade, der kotzt so auf den Boden. Nee, wird... Also ich hatte den Eindruck... Ich weiß nicht, was der wird, aber auf jeden Fall hatte er die richtige Technik. Die Technik. Thaddäus, die Technik. Ja, damit haben wir schon mal einen der Level, wo wir Jäger brauchen, abgeschlossen. Ich glaube, es gibt sogar nur noch einen anderen. Hier. Das müsste der sein, den machen wir dann beim nächsten Mal. Und zwar heißt der Level Verlorene Flotte. Die ist nämlich voll flott und so, ja. Toll. Bis dann. Tschüssikowski.